Am letzten Samstag, den 18.09., ereignete sich im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein eine unbeschreibliche Schreckenstat. Dort hat am sp späten Abend ein 49-jähriger Mann an einer Tankstelle einen 20-jährigen Studenten aus purem Wahnsinn und widerlichstem Hass erschossen, nur weil ihm der Kauf eines Sixpacks Bier verwehrt wurde, nachdem er ohne Maske eingekauft hatte. Am 29. August 2020 stürmten Verschwörungsschwurbler auf die Treppen des Reichstagsgebäudes, versuchten in das Parlament einzudringen. Corona-Leugner protestierten auf der Straße. Polizisten jubelten den Demonstranten zu und schlossen sich der Demo an. Aus den Regierungsparteien nur milde Worte. Am 7. November 2020 griffen Schwurbler und Rechtsextreme bei einer Anti-Corona-Schutzmaßnahmen-Demo in Leipzig Polizisten und Reporter an. Auch nach dem Tag keine Konsequenzen aus der Politik. Ärzte, die sich an Corona-Schutzmaßnahmen hielten, brauchten Polizeischutz, weil sie Drohungen aus der Schwurbler-Bewegung erhielten, man wolle ihre Praxis anzünden und sie selbst ermorden. Aus der Politik nur Sprüche, dass man die Sorgen der Leute ernst nehmen müsse. Seit wann nimmt die Regierung Sorgen von demonstrierenden Bürgern ernst, frage ich mich da an dieser Stelle. Ganz im Ernst, wo war dieses, die Sorgen der Bürger ernst nehmen 2019 bei den Protesten gegen die EU-Urheberrechtsreform? Wer nimmt die Sorgen der Bürger bei Fridays for Future-Protesten ernst? Liebe CDU, CSU, liebe GroKo-Bundesregierung, tut nicht so, als läge euch etwas an den Problemen und Sorgen der Bürger. Es ist doch eine Schande, wie in der Politik hier im Land aus Angst vor Rechtsextremismus, vor den Rechtsextremisten zurückgewichen und Verschwörungsschwurblern freie Bahn gelassen wird. Während sie gegen alle Regeln und gegen die Demokratie sogar aktiv kämpfen. Gewaltsam mordend und brandschatzend dieses Land unsicher machen. Geistige Brandstifter. Genau das sind sie nämlich. Und nicht nur das, wie wir jetzt leider auf schmerzlichste Weise erfahren mussten in den letzten Tagen. Wie es aussieht, ist man nun auch zum Mord und Totschlag bereit. Meine Damen und Herren, Querdenker sind Terroristen. Und wo wir gerade bei geistigen Brandstiftern sind, ein Wort zur AfD. Mehrfach hat die AfD Schwurbler in den Bundestag geschleust, direkt in physischer Form und unzählige Male im Geiste ihrer Reden und Äußerungen im Bundestag. Sie verstehen sich als Sprecher der Verschwörungsschwurbler und tragen immer und immer wieder in ihren Reden die Stimmen dieser Mörder, Antidemokraten, dieser Terroristen in das Zentrum unserer Demokratie. Die Alternative fürs Denken verbündet sich nur allzu gerne mit den sogenannten Querdenkern. Und damit trägt die AfD an diesem Attentat Mitschuld. An den Händen der AfD klebt das Blut des 20-jährigen Studenten, der sich vermutlich mit diesem Nebenjob im Tankstellenjob sein Studium finanzieren wollte und nicht ahnte, dass an diesem Tag ein blindwütiger Terrorist ihn wegen einer Aufforderung, die Maske aufzuziehen, in einem feigen Akt des Wahnsinns ermorden würde. Die AfD im Bundestag mit ihren Wahlsprüchen gegen angebliche Corona-Panik oder sogar eine Corona-Diktatur ist geistiger Brandstifter und mitverantwortlich für solche Straftaten. Und jeder, der diese geistigen Mörder von der AfD bei der Bundestagswahl 2021 seine Stimme gibt, trägt damit meiner Meinung nach ebenso einen Teil der Schuld an diesem schrecklichen Mord. Jeder,
der bei der Bundestagswahl 2021 die AfD und ja, auch die CDU wählt, der ist für mich Verbrecher. Denn die CDU mit Hans-Georg Maaßen und anderen wichtigen Mitgliedern, die sich bei der AfD und anderen rechtsextremen Parteien anbiedern, tut damit viel dafür, dass das Gedankengut der AfD und der Verschwörungsschwurbler an Macht und Stärke gewinnt, während sie von einem Linksrutsch schwafelt. Liebe CDU, wenn ich noch einmal von euch Gerede über einen Linksrutsch höre, während Nazis und Querdenker auf offener Straße Menschen töten, werd ich wild. Nicht der Linksrutsch hat den jungen Menschen an der Tankstellenkasse ermordet. Das waren die Verschwörungsschwurbler von der sogenannten Querdenkerbewegung. Und mit ihnen im Geiste die verfickte AfD und jeder in der CDU, der einen Maaßen und einen Kuschelkurs mit der AfD unterstützt. Und mit ihnen alle AfDP- und CDU-Wähler. Meine Aufgabe in der Politik und die meiner Partei ist es, dafür zu kämpfen, dass den geistigen Brandstiftern der AfD und der CDU das Handwerk gelegt wird. Meine Damen und Herren, am Sonntag sind Bundestagswahlen in Deutschland. Geht wählen und verdammt nochmal, wählt was Vernünftiges. Kein Fußbreit den Faschisten, Nazis und den Terroristen von den Querdenkern. Meine Damen und Herren, Nazis töten, Querdenker töten. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.